Du bist wie ein Hummel, die gar nicht weiß, dass sie fliegen. Was für ein geiles Tor. Normalerweise sieht man nur Beinbruder gemacht. Was für ein Hocken, brutal. Willkommen bei Rotjacken TV, das Finalmagazin. Und allein wie das schon klingt. Nicht Halbfinal, nicht Viertelfinal. Finalmagazin mit unserem Experten Marc Brabant. Finale. Gehen wir, Joschi. Schönen guten Tag zu Hause. Ihr seht, wir haben die Krawatten ausgepackt. Also viel besser geht nicht mehr vom Outfit her. Die Krawatte bleibt. Gell? Die bleibt natürlich. Und ja, ich freue mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten, Ostern, Geburtstag, alles zusammen. Jetzt aufs Finale. Endlich geht's los, KAC. Ja, das letzte Spiel, ja, das ist ja Ewigkeiten her, letzten Dienstag. 10 Tage oder was? Ja, ist ja Wahnsinn. Ich bin ja schon, habe ich schon Entzugserscheinungen gehabt. Ich war zuschauen jetzt im Pustertal. Ah, ja, du warst ja. War richtig nett. Und was für eine coole Serie, muss man sagen einmal. Und vielleicht haben wir trotzdem noch ein bisschen Zeit, die Mannschaft kommt im Hintergrund dann vereinzelt raus, einmal auf diese Serie zurückzuschauen, weil die war schon extra, oder? Sweep. Sweet, sweet. Ja. Ja, aber hartes Stück Arbeit für den KC. Enge Serie, bis auf Spiel 1. Aber Pustertal hat sich sehr, sehr gut verkauft. Die Mannschaft vom KC hat sich sehr, sehr stark präsentiert. Zwei Schlüsselszenen, zwei Schlüsselmomente aus meiner Sicht. Spiel 3 hier zu Hause. Klagenfurt lange 1:0 in Führung. Dann Petain mit dem Ausgleich in der Spielminute 48 war es, glaube ich. Und dann nur 2 Minuten später Matt Fraser eiskalt ins kurze Eck und wieder der ursprüngliche 1:0 Vorsprung oder 1-Tore-Vorsprung wieder hergestellt. Das war ganz, ganz wichtig. Und einen habe ich noch. Hast du einen? Spiel 4. Pustertal. Sehr druckvoll. Die ersten Minuten. Pustertal geht all in. Aber dann geht Unterweger auf und davon. Dieser Haken. Nämlich ein wunderschöner Haken. Der geht gar da nicht ist es gelaufen. Und wir dürfen nicht vergessen, das war ja nicht irgendein Verteidiger. Das war ein Stanton, hat 120 NHL-Spiele. Also den hat er schön verloren. Also der kennt jetzt den Clemens Unterweger auch, denke ich. Also die 92 hat er auf jeden Fall. Das sind die zwei Schlüsselmomente. Aber ich habe noch einen Gänsehautmoment. Hast du einen? Ja, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja, komm. Nämlich die rote Wand in Pustertal. Also du hast ja gerade früher erzählt, du warst ja dort, erzähl ich ein bisschen, aber das, wie man diese Bilder sieht, dann auch im Fernsehen, das ist schon unglaublich und das macht dann schon sehr stolz. Und an dieser Stelle, liebe KAC-Fans, vielen, vielen Dank, aber Joschi, erzähl ein bisschen. Ja, ich bin ja mittendrin gestanden und das ist wirklich, wir kennen sie nur von der anderen Seite praktisch, von unserer Stadionsprecherposition, wenn du mittendrin stehst, wie laut es ist und noch cooler ist eigentlich, wie die anderen Leute darauf reagieren, die Fans im Pustertal selber waren ja fast ein bisschen... Grüß Gott, Herr Kapitän. Entschuldigung, Herr Kapitän. Ja. Die waren fast ein bisschen paralysiert, die haben geschaut, wie laut das da geworden ist. Ja. Und natürlich war das Spiel auch für uns, aber... Das ist schon richtig cool, da mittendrin zu stehen und die Leute singen und jubeln und haben auch Freude. Intensiver kannst du Eishockey nicht erleben als da mittendrin. Sehr schön. Hast du uns keine Bilder mitgebracht? Sag einmal, wenn du eh schon dort warst. Wir haben ja unglaubliches Videomaterial zusammengesammelt und wir haben unglaubliche Kameraleute. Dürfen wir auch erwähnen einmal? Gerne. Patrick Vonen hat sensationelle Arbeit geleistet. Jetzt für euch noch einmal der Rückblick. Mit diesem Gegenstoß, diesem Schuss, diesem Pendler entlang der Torlinie. Tim van E 4-0.
Es ist der Türöffner in Richtung Finale. Also spätestens ist das jetzt mein Gänsehautmoment. Dankeschön für diese tollen Bilder. Halbfinale, wirklich Deckel drauf. Und jetzt ist Blickrichtung zurück und die Jungs und der ganze Club, die Organisation steht im Finale, Marc. Und das ist schon noch einmal ein Sprung, aber ein gewaltiger, oder? Wie ist das so, Finale? Playoffs sind Playoffs, aber Finale ist Finale. Und wenn man mit den Spielern spricht, selbst auch erlebt, du denkst eigentlich 24-7 nur an diese Serie. Wie geht's dir selber so? Spiele. Und man ist einfach in diesem Finaltunnel und das ist auch gut so. Und ich muss ja jetzt da, jetzt stehen wir da heraus, Joshi, wir kommentieren das ja unter Anführungszeichen. Dürfen das begleiten. Und ich bin schon aufgeregt und habe alle Zustände. Also Joshi, ich liebe diesen Sport. Ja, definitiv. Marc, gibt's irgendwie auch, jetzt ist morgen Abend das Spiel und Spiel Nummer 1 und alle wissen, es ist so wichtig. Gibt es auch vielleicht einen Tipp für die Fans, die in der Halle sind? Irgendwie, ich will nicht sagen Verhaltenskodex, oder was wird denn gern gesehen? Naja, müssen wir schon eins sagen. Das Finale stellt sich ein, das wird ein wilder Ritt. Wir werden uns freuen, wir werden uns ärgern, wir werden tanzen, lachen, singen, vielleicht auch fluchen. Wir werden aber immer zusammenhalten. Aber eins ist wichtig. Genießen wir die gemeinsame Zeit im Finale, weil ein Finale kommt nicht alle Tage und das ist ganz was Besonderes. Und wenn ich gerade dabei bin, wenn man, das ist auch ganz wichtig, bei Siegen nicht abheben und alles ist super, super, das Gleiche gilt bei Niederlagen, nicht alles in Frage stellen, hinfallen, wie heißt der Spruch, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und eines ist ganz, ganz wichtig, kommt ein bisschen näher, ich muss euch das jetzt sagen. Viele, viele wollen in die Halle. Viele können aber leider nicht in die Halle, weil sie keine Karten bekommen haben. Das heißt, für die, die in der Halle sind, die haben eine Verantwortung. Es muss eine ganz besondere Stimmung im Finale herrschen. Das muss knistern. Hände verschränken gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Und wir wollen gemeinsam nicht nur Tore feiern, steht's auf und klatscht, wenn das Darm an Safe macht. Und vor allem, Joshi, und das ist wichtig, da kriege ich jetzt noch einmal ganz klar. Ja, komm. Wenn einer einen Schuss blockt und die ganze Spielerbank aufsteht, warum steht nicht die ganze Halle auf und klatscht? Das, wenn wir das zusammenbringen, haben wir eine verdammt gute Chance, gemeinsam was Großes zu erreichen. Ja, und wenn ein Nachbar, Sitznachbar nicht mitmacht, könnt ihr gerne mal den Ellbogen ein bisschen ausfallen. Gibt es dafür 2 Minuten? Nein, im Finale nicht, beim Sitznachbar. Keine Strafe. Also stecken wir uns gegenseitig an, Marc. Jetzt bin ich aber echt schon hot, ich schwöre dir. Lass uns ein bisschen noch jetzt beim Warm-up bzw. da beim Training zuschauen. Ich schwöre dir, die Jungs sind heiß. Ja, auf die Uhr geschaut, es ist knapp vor 11 Uhr, Training ist im Gange. Jetzt zwar ein kurzes Break, haben wir Lust, ein bisschen zugeschaut. Marc, welchen Eindruck hast du? Was ist dir aufgefallen? Ja, alle fokussiert, mit großer Freude am Werk, aber die gewisse Anspannung, merke ich, ist auch gut so. Aufgefallen ist mir Jan Murschak ohne Gitter. Ah, endlich. Ja, und auch Marcel Witting ohne Gitter, auf geht's. Mit besserer Sicht auf den Gegner, Marc. Und auf den müssen wir jetzt mal schauen, auf Red Bull Salzburg. Generell, diese Organisation, da kommt schon ein richtiger Brocken auf den KAC zu. Ja, muss man schon sagen, großer Respekt, keine Angst. Aber es ist eine tolle Organisation. Dreimal hintereinander jetzt im Finale, die Salzburger. Zweimal hintereinander Meister, amtierender Champion. Die haben also die Chance, glaube ich, gell? Das ist schon was. Das letzte Mal, dass die im
Playoff-Serie verloren haben, war 2021 im Halbfinale gegen den KAC. Ab da 8 Best-of-7-Serien gewonnen. Also das ist schon ein großes Ausrufezeichen, aber was gibt Schöneres, als wenn man sich mit einer solchen Mannschaft im Finale messen kann? Ja, und zumindest, dass man den Gegner unterschätzt, das wird auf gar keinen Fall passieren. Wie schaut eigentlich die Bilanz, wenn man jetzt beide Teams vergleicht, KAC und Red Bull Salzburg, eigentlich aus? Schauen wir uns gemeinsam die Head-to-Head-Folie von dieser Saison an. Oberste Zeile, 4:8 Punkte für Red Bull Salzburg, 11:11 Tore. Ja, geschuldet durch den hohen Sieg zu Hause vom KAC gegen Red Bull Salzburg. Torschüsse der KAC vorne, leichte Vorteile auch bei Faceoffs, ganz wichtig wird das sein. Puckbesitz schaut gut aus und auch die Special Teams werden vielleicht auch wieder mitentscheidend sein. Auch hier leichte Vorteile in Überzahl für den KAC als auch in Unterzahl. Und wir haben ja an dieser Stelle immer bei den Magazinen vor einer Serie haben wir über Vorarlberg geredet. Ja. Damals das beste Powerplay gehabt zu diesem Zeitpunkt. Das war unser roter Faden. Genau, im Halbfinale Pustertal. Dann haben wir auf einmal plötzlich die das beste Powerplay gehabt. Und jetzt kommt die große Frage, Josche. Wer hat denn aktuell jetzt warte mal, das lass beste Überzahlspiel in den Playoffs? Red Bull Salzburg, oder? Ja, gibt's genau. Sie nicht. Aber vielleicht ist ein gutes Omen. Wer weiß, ja? Schauen wir mal. So, wir haben mal bei Trainer und auch bei Spieler nachgefragt, wie groß die Vorfreude aufs Finale ist. Welcome to the finals. How much fun is it right now? Yeah, no, great. A lot of anticipation here. We've been waiting around for a little bit, but we're excited to get it going versus Salzburg on Friday. You have won already 2 final series with the KAC. What will be important in the last games of the season? Yeah, I mean, just team spirit and stuff like this, never giving up and believing is important. I've had experiences in the past where it goes the other way, but with this group of guys, I know we can get it done. You have actually scored the most goals from all actual players from KAC, 7 goals, same with Thomas Hundertfund. Playing in the finals, is this an extra push for you? Yeah, I mean, it's like anything, you try to get the win, but emotionally it's going to be full of emotions, and we just got to keep our cool and stick to our game, and I think we'll do well. Also als Spieler zweimal Meister geworden, jetzt hast du als Trainer die Chance, Meister zu werden. Welche Position ist für dich angenehmer oder leichter? Ist es Trainer oder Spieler? Ich glaube Trainer, weil der Trainer muss nicht aufs Eis gehen. Die Emotionen ist wahrscheinlich die gleiche, weil gegen Salzburg ist es mehr oder weniger ein Derby. Wenn ich habe gespürt, wir haben so oft im Playoff gegen Salzburg gespielt, entweder erste Runde oder Finale oder sowas. Wir haben das Gefühl, dass wir haben durch Salzburg zu meinem Meister gewinnen. So für die erste Mal, das ist wirklich eine, es ist eine spannende Zeit. Und aber es ist viel, ich weiß nicht, viel leichter, aber es ist schwer für einen Spieler, glaube ich. Diese Playoffs ist eigentlich 24 Stunden, muss man sich mit Eishockey beschäftigen. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit abzuschalten? Und wenn ja, wie kann man das machen? Wie machst du das? Ja, so wie was wir haben das ganze Jahr gemacht eigentlich, weil wir haben in den letzten 10 Tagen verschiedene Dinge gemacht, dass wir können bereit sein für diese erste Spiel, aber wir wollen nicht so viel zum Ende eigentlich. Wir wollen, dass wir kommen in Rhythmus so schnell wie möglich, aber auch, dass wir müssen geduldig sein, aber unser Spiel einfach, wir müssen spielen und mit dieser Schnelligkeit Umschalt spielen und sowas. Jetzt ist der Gegner Red Bull Salzburg ein extrem starker Gegner. Auf was wird es darauf ankommen? Wie kann man gegen Salzburg bestehen oder gewinnen? Ja, ich glaube, im Playoff, wir haben gesehen, dass alle Mannschaften sind ziemlich stark. Bringt diese extra Gear oder sowas mit dieser Intensität und sowas. So, wir erwarten die gleiche von Salzburg. Salzburg ist eine schnelle Mannschaft, der bringt viel Druck. Aber wir fokussieren auf unser Spiel. Es ist ziemlich die Message, die wir haben die ganze Woche gehabt und die ganze Jahr. So, vielleicht müssen wir ein paar kleine Änderungen machen, aber nicht so große Dinge.
Die Rotjacken haben sich ja bekanntlich bereits am Dienstag in der vergangenen Woche für das Finale qualifiziert. Es gab dann 2 Tage frei und am Freitag haben dann die Vorbereitungen auf die Endspielserie begonnen. Am Ostersonntag gab es dann einen weiteren Day Off und seit Montag läuft die Detailarbeit im Hinblick auf die Duelle mit den Roten Bullen. Ja, ein wichtiger Tag war dann der Dienstag, da standen die Rotjacken zum ersten Mal wieder komplett am Eis. Der zuletzt leicht verletzte Johannes Bischofberger konnte sein gelbes Non-Contact-Trikot wieder abstreifen und auch der zu Ostern erkrankte Lukas Haudum war wieder mit dabei. Der ECKC kann also im Finalspiel Nummer 1 bis auf Tobias Zablatnik in Bestbesetzung auflaufen. Bei der Zusammenstellung der Linien haben sich zuletzt keine Änderungen abgezeichnet. Die Trainingsintensität war sehr hoch, das Personal ist fast komplett und die Rotjacken sind ready für die Finalserie. Ja, vielen Dank, Nadine, für diese vielen, vielen Zahlen und Daten. Wie man sich das merkt, es ist mal ein Rätsel. Auf jeden Fall danke für diesen Überblick. Marc, jetzt sind wir mit dem Magazin eigentlich fast durch, außer dass wir erklärt haben, wann das Magazin immer kommt. Und zwar, wann? Immer an jedem spielfreien Tag, das ist die gute Nachricht. Ja. Außer nächste Woche Donnerstag, da einmal schlafen wir einen Tag durch, aber dann legen wir schon wieder los. Und jetzt ist voller Fokus von uns allen auf das Spiel morgen. Wie war das nochmal? Was ist verboten in der Halle? Warte mal. Ja, Hände verschränken. Geht nicht. Verboten. Hände aufreißen, gern gesehen. Klatschen. Fohle. Gibt es gar kein was anderes. Also wir freuen uns und sind so extrem hot und auf dieses Finale, auf dieses erste Spiel und peitschen wir die Rotjacken da richtig nach vorne. Dann geht es weiter, Samstag haben wir wieder Magazin, ja, logischerweise, ja. Weil ja spielfrei. Immer ab 18 Uhr. Und am Sonntag, Das ist auch richtig cool, ganz was Neues. Public ihr habt es schon Viewing. Bitte kommt in die Halle, wenn ihr nicht in Salzburg draußen zuschaut und die Rotjacken dort unterstützt. Bevor ihr daheim seid und allein schaut, kommt zu uns in die Heidi Horten Arena. Das wird richtig, richtig ab cool. Ab ins Wohnzimmer der KAC-Familie. Mit tollen Analysen. Christoph Brandner ist am Sonntag zu Gast bei uns. Kapitän ja beim KAC in den letzten beiden Finalserien gegen Red Bull Salzburg. Der hat sicher vieles zu erzählen. DJ, Antenne-DJ, gell? Dirty Dan wird dabei sein, der wird ein bisschen mitspielen. Also da geht schon was ab. Und wenn wir auswärts ein Tor schießen, spielen wir es an Torchinglein. Ganz normal. Was wird denn sein? Also kommt dabei, wir bauen direkt am Eis ein Wohnzimmer auf. Es ist alles vorbereitet, alles ready. Und eins haben wir uns überlegt, und zwar, wir möchten was Neues machen. Und zwar, du tust ja ein bisschen gern zocken, gambeln. Hättest du kassieren, aber so die, wetten. Gegen die, na, also freilich. Ja, freilich. Ja. Bin ich der Experte. Und wir haben, ja wohl immer gegen die. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Wir haben einen Mann eingeflogen und das kann fast nur einer sein, der irgendwie einen EU-Bezug hat. Wir denken groß, ja, sehr ja. groß. Der Mann kommt aus Brüssel und der wird uns immer die Wette des Tages dann mitbringen. Ist das für dich in Ordnung? Absolut. Ich meine, absolut. Er ist schon da, es hilft dir nichts. Ach so, okay. Ja. Also so eine Art Notar. Ist ein Scherznotar von uns und Monsieur Pomme de Terre. Und aha, grüß Gott. Ja. Und du wirst uns jetzt die Wette des Tages dann vorstellen. Und wir müssen dann beraten, was ist. Bitte. Okay. Bonjour tout le monde. La question c'est, qui marquera le premier but pour le KAC? Habe ich nichts verstanden. Wie soll denn da wetten? Ich packe es gleich auf Untertitel schauen. Ich werde Untertitel. So, tun wir nochmal. Qui marque le but? Le premier but pour le KAC. Okay. Ja? Ja, passt. Na, schreib mal auf. Ja, gut, da wird er wohl ein Verteidiger. Nein, nimm du erst, da wird er wohl ein Verteidiger. Verteidiger? Treffen. Ja, aber ich stehe mal keine jeder aufschreiben. Nimmst du einen Verteidiger, oder? Ja, aber aufschreiben kann einmal jeder. Du einmal erst, Verteidiger wahrscheinlich. Ich mach schon an. Schau weg. Ach so. Der ist aber cool, unser Notar. Ja, wortgewandt, schau. Ja. Achtung. Das kommt dann in ein Kuvert, wird versiegelt. Hm, netter Kerl. Französisch. Naja, lohnt er da nicht viel. Schauen wir mal. Ja, ja. ja, genau. Da komme ich mit meinem Speisgarten Französisch nicht gar nicht so weit. So, werden wir schauen, welchen Verteidiger du genommen hast. Ja, ich verrat's nicht. Pass auf, ein Rätsel ist ja noch immer offen. Was der, da gibt es ja so einen KAC-Man. Beim letzten Mal der hat Teufel er ja, ist ja so hungrig. Zugeschnappt bei. Ich bin gespannt, wie der neue Sound ist. Was könnte das für einer sein? Ha? Jetzt könnten zwei, drei Sounds. Nein, wurscht. Ja, auf geht's. Finale. Gamma!